show. And trials and tribulations seem to always track me down. We'll ride up into the sunset and try me another town. I'm an odd soul. Oh yes, an odd soul. Walking sideways, 'cause that's the only way I know. Der CES 2013 mit dem Huawei Ascend Mate Smartphone, zu dem wir euch gleich mal die technischen Daten zeigen. Die besagen nämlich, wir haben ein 6,1 Zoll Display. Blick mal drüber, dann könnt ihr sehen, wir haben Android 4.1. Leider ist es ist nur ein HD-Display, nicht ein Full-HD-Display wie beim D2. Trotzdem haben wir das weltweit größte Display bei einem Smartphone sozusagen, wie ihr sehen könnt. Damit kann man sehr viel machen. Es ist leider noch nicht mal Spritzwasser geschützt wie das etwas günstigere D2, aber es ist einfach wirklich immens groß. Ich nehme jetzt mal ein S3 raus, damit ihr sehen könnt. 4,8 zu 6,1. Ich mach's mal kurz an. Man kann hier wirklich den Unterschied sehen, das ist wirklich sehr groß. Wenn ich so nebeneinander halten würde, sieht man fast schon, das Display ist fast so breit wie hoch bei dem S3. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns das Gerät mal von außen ein bisschen an. Wir haben auch hier wieder ein Mikrofon und einen Micro-USB-Anschluss von unten. Seitlich haben wir hier dann noch Lautstärkeregler und An- und Ausschalter. Oben Kopfhörer und SIM-Karten-Slot wahrscheinlich. Ich mach's mal kurz auf. Ja, schaut aus wie ein SIM-Karten-Slot. MicroSD fehlt entsprechend, denn auf der anderen Seite haben wir doch MicroSD. Genau, kann man auch aufklappen. Schön gummiert. Hab's bloß angenommen, weil bei dem D2 keins dabei war, kein MicroSD-Kartenleser. Spiegelnder weißer Hintergrund hier auf der Rückseite. Mit etwas Fingerabdrücken drauf sieht man zum Glück nicht den weißen, ein kleiner Lautsprecher hier und entsprechend noch eine gute Kamera und Blitzlicht. So, wenn wir hier wieder zum Menü zurückkommen, merkt ihr, das läuft hier super schnell mit dem 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor von Huawei selbst. Auch hier haben wir wieder die Option bei dem Android, dass wir die untere Leiste einklappen können und dann wieder hochklappen können. So kriegen wir wirklich ein noch größeres Display, was wir aktiv benutzen können. Und wie ihr sehen könnt, wir haben auch keine komplette App-Liste, denn ihr könnt nur alle Apps sehen, wenn ihr in einen Ordner reingeht und dann entsprechende Icons hinzufügen wollt. Ansonsten alle Apps, die ihr installiert habt auf dem Gerät, seht ihr auf einem der Homescreens, von dem es hier ein paar jetzt gerade gibt, aber nur die wenigsten sind befüllt, aber entsprechend gibt es auch Widgets. Jetzt gehen wir mal kurz in die Kamera und schauen uns die rückwärtige Kamera an. Und da seht ihr, funktioniert wunderbar. Ist leider nicht 13 Megapixel, sondern nur 8, aber völlig okay, auch von der Geschwindigkeit her. Und vorne haben wir auch eine Kamera, wo ihr auch seht, die ist auch wirklich schön schnell, HD. Also dem Julian ein bisschen im Bild und hier von der CES 2013. Das war sozusagen das Huawei Ascend, das Huawei Mate. Und als allerletztes zeige ich euch noch natürlich kurz die Tastatur. Die in dem Format ganz angenehm zu schreiben ist, ihr seht, kann man auch etwas kleiner machen. Oder okay, ganz interessant. Und in dem Modus, okay, dann wird es auch ganz breit, aber auf dem 7 Zoll Nexus 7 kann man auch noch ganz angenehm schreiben. Und jetzt könnte ich ja anfangen, einfach
Tech KFD zu tippen und das funktioniert wirklich sehr schön und ist sehr angenehm schnell und auch das Rotieren, wie ihr gemerkt habt, funktioniert wunderbar. Und der CES 2013 Huawei Ascend Mate mit 6,1 Zoll. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr uns zugeschaut habt bei Tech KFD.